hat sich ja nicht mehr beschränkt, das irgendwo zu erklären, sondern hat das dann immer selber gemacht. Ne? Sehr zur Freude der Leute, die im gegenüberliegenden Haus wohnen. Ne? Wenn man aus dem Fenster guckt und gedacht, na nun, was kann ich da im Nachbarhaus immer so? Arbeit im Studio Hergé ist, was ich noch und immer den Hintergrund zeichnen für die Geschichte von Tim und Struve. Ich begann in 1950 zu arbeiten. Mit Hergé, das ist 35 Jahre. Und nun wolle ich, soll ich für ich bin noch immer im Studio
Ik ben daar artdirector. Grafischer Leiter, ja. En we maken viele, viele Sachen mit Tim und Ruby. Aber da ist kein neues Abenteuer mehr. Das ist, ja. Ja, er ist Tim Picaros. Ja, das ist der letzte, die letzte Geschichte. Und ich gehe nur ein Bild zeichnen. Zeigt, wie sowas überhaupt entsteht. Ne? Das ist ja doch eine ganz andere Arbeit, als wenn man einen Comic zeigt. Da hat man vielleicht 500 oder 1000 Bilder, während man beim Zeichentrickfilm wie viele Bilder pro Sekunde braucht. Wie viele Bilder braucht man pro Sekunde? 8. Ne? Wie viel?
20. Bildermann beim Zeichen.